die Kandidatenliste des Spectres. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf sie. Ich muss mir ein eigenes Bild ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Ich find's nicht mehr. Wird sie begleiten und die Mission beobachten. Unglaublich. Erwarte Ihre Befehle. Das ist ja wirklich blöd jetzt. Captain, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Was ist los? Was geht ab? Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Oh mein Gott! Bringen Sie es auf den Bildschirm. Eine Übertragung. Oh, da wird anscheinend geschossen. Ich will das jetzt aber finden. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Was geht da ab? Man erkennt viel zu wenig. Oh, was war das? Danach bricht das ab. Keine Kommunikation. Stellst du dich wieder ein bisschen blöder? Ja, ich weiß es ja, aber wenn ich es verraten würde, wäre ich ja sehr gemein. Ja, da sieht man es jetzt deutlicher. Was ist das? Ist es eine Hand? Noch 17 Minuten, Captain. Mein Gott! Es sieht zumindest ein bisschen wie eine Hand aus. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Auf jeden Fall, wir müssen einen Sender bergen. Der Top-Typ-Soldat tut uns beobachten und wir haben das Kommando. Ganz einfach. Naja, ganz einfach. Dieses komische Bild. Was hat das nur zu bedeuten? Und warum wurden die Leute angegriffen? Und vor allem von wem? Diese Fragen werden natürlich gleich alle geklärt. Systeme werden aktiviert. Oder wir beantworten sie jetzt einfach. Genau, ich sag jetzt schon mal, wer der Bösewicht ist, wie man ihn tötet und was er vorhat. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Spielen wir das Spiel mal von hinten her. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Da muss ich ja die verschiedenen Speicherstände neu laden. Ja, das ist klar. Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Kommen Sie mit uns? Ich habe mir auch schon überlegt, welches Spiel ich jetzt mal als nächstes mir vornehmen soll. Aber ich bin noch auf keins gekommen. Also liebe Leute, Ideen, Anregungen, gerne einfach mal posten, mal sehen, was geht. Jo. Ich werde natürlich auch den Link in den Video Descriptings reintun. Wenn nicht, welcher sehr gemein. Und, oh mein Gott, wir sind endlich auf dem Boden. Ja, wir haben endlich die Steuerung. Wir können endlich spielen. Unglaublich. So, wir sind auf Eden Prime, eine Kolonie der Menschen, soweit ich weiß. Haben verschiedene Waffen. Scharfschützengewehr, Pistole, Schrotflinte und natürlich mein Lieblingsgewehr, das Sturmgewehr. So, fangen wir mit etwas Witzigem an. Es gibt keine Munition. Ja, es gibt keine Munition, es gibt nur eine Hitzeanzeige. Das heißt, wir können einfach draufbratzen. So gesehen, bis die Waffe fast voll überhitzt ist und dann aufhören. Weil sonst muss man recht lange warten. Hier liegen verkohlte Leichen rum. Wer zum Teufel ist nur hier? Und es gibt recht viele Cutscenes. Da ist nix. Oder doch? Oh mein Gott, fliegende Drohnen! Ja, und sofort ist unser erster Kamerad gestorben. Genial! Ja, so muss das losgehen. Ja, so sollte ein Spiel auf jeden Fall beginnen. Sofort das erste Schockmoment. Und wir müssen uns um diese komischen Aufklärungsdrohnen kümmern. Oben sieht man die Lebensanzeige der Viecher. Die halten nichts aus. Und wir haben sogar noch gerade eine Stufe erreicht. Unglaublich. Wenn wir eine Stufe aufsteigen, dann können wir unsere individuellen Fähigkeiten verbessern.
Und zwar, ich mache hier mal Panzerung, Sturmgewehr und Soldat nach oben. Denn, ja, ich benutze halt am meisten immer gerne das Sturmgewehr. Da bist du nicht der Einzige. Ist doch die gängigste Waffe. Ja. Ja, unseren gefallenen Kameraden tun wir bestattigen. Er hatte nicht die geringste Chance. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Okay, weiter geht's. Was vielleicht auch auffällt, sollte man zuerst den zweiten Teil oder danach erst den zweiten Teil gespielt haben. Die Sprachausgabe ist ein bisschen anders. Dazu will ich gleich mal was sagen. Also, es hat mich recht verwirrt. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Hat es dich? Ja. Ich jetzt umsehen. Ich versuche, sie So, wir können auch komische Kisten öffnen. Jetzt haben wir ein Medigel erhalten. Das ist sowas wie ein Sanitätspack. Damit können wir uns schnell heilen. Wenn wir unten links gucken. Hey, du sollst nicht auf mich schießen. Ist unser Kollege ein bisschen angeschlagen. Den könnten wir eigentlich heilen. Aber brauche ich nicht. Ja, weil ich tue doch eh wieder die meiste Arbeit erledigen. Oh ja, bestimmt. Ist doch so. Ich tue da Du die ganzen. verkriechst dich bestimmt irgendwo und dann. Quatsch, ich schieße hier die ganze Zeit die Drohnen ab. Ja, genau. Das kann ja jeder sagen. So, wir haben die ersten Drohnen hinter uns und die nächste Cutscene schon wieder. Und da läuft irgendeine Frau läuft rum. Oh mein Gott, die kann gut schießen. Oh mein Gott, da ist ein Mensch abgeschwächt worden. Und was sind das für Viecher? Jo, das sind nämlich die Hauptgegner. Was ich sehr schade finde beim ersten Teil, das sind eigentlich wirklich die einzigsten Gegnertypen, die es gibt. Wenn wir sie vorlesen würden, steht da drauf Geth. Hier werden sie mit Geth bezeichnet. Im zweiten Teil mit Geth. Frag mich nicht warum, ich verstehe es selber nicht. Ich auch nicht. Oh mein Gott! Gunnery Chief Ashley Williams. Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Eine neue Teamkameradin, so wie es jetzt aussieht. Wir kontrollierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Ja, geht. Haben den Nebel seit 200 Jahren Ganz bestimmt geht. Warum sind Sie jetzt? Das steht auch so drauf, wenn man es vorlesen will, steht da drauf Gas. Die Grabungsstätte ist in der Nähe, gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Jo, gehen wir. Los geht's. So, ein Teamkamerad verloren, den nächsten bekommen. Und wir können Upgrades nehmen. Oh mein Gott. Was es damit auf sich hat, weiß ich immer noch nicht so genau. Ich habe es auch bisher nur einmal durchgespielt, also sorry, wenn ich nicht ganz genau weiß, wie es geht. Wozu habe ich denn einen Kollegen bisschen weiter hinter sitzen? Ich nehme erstmal alles auf. Und guck mir diese komischen Spieße an. Oh mein Gott, der wurde aufgespießt. Oh mein Gott, da gibt's kein Blut. Oh mein Gott! Ich kann ihn in den Kopf schießen und nichts passiert. Der Kopf wird zu Asche. Ah! Toll. Ja, es ist manchmal wunderschön. Ich könnte meinen Teamkollegen auch Quatsch, Fähigkeiten. Ich könnte ihm Befehle geben. Bringt nicht wirklich sehr viel. Gib ihm mal Fähigkeiten, komm. Ich gebe ihm einen Marschbefehl. So sage ich dann, dass sie direkt vor dem Gegner rumhüpfen sollen. Man muss aber auch sagen, dass diese Gas-Schützen ziemlich schwache Gegner sind. Die halten fast gar nichts aus. Ich glaube, man hat es auch be bereits bemerkt, dass Höhle sie ist ungeschützt. sofort umkippen.
So, hier ist die Ausgrabungsstätte, da soll dieser komische Sender sein, aber da ist nur Wasser. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Oh mein Gott, und einer schreibt mich per Skype an. Wie kann er es nur wagen? Ich warte nicht. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie.